Auflage des Duells Regionalligist gegen Bundesligist. KFC Uerdingen gegen den 1. FC Köln. Die Uerdinger sind Vierter in ihrer Regionalliga, mit einem Punkt Rückstand allerdings nur auf den Spitzenreiter. Und der 1. FC Köln hat zuletzt wieder ein bisschen Tritt gefasst in der Fußball-Bundesliga, reist dann also nach Uerdingen und dann kommt der Aufbaugegner gerade recht. Aber Achtung! Aufbaugegner, diesmal in Anführungsstrichen, denn immerhin hat Uerdingen mit Cottbus und mit der Mannschaft der Stunde, der Tage, der Wochen, der SV Werder Bremen, zwei Bundesligisten rausgekegelt und das müsste als Warnung vor dieser Pokalpartie eigentlich reichen. Also Uerdingen gegen Köln mit Claudia Neumann. Ja, er ist ganz sicher gewarnt und nimmt die Dinge am liebsten auch selbst in die Hand. Kölns Trainer Ewald Lienen, wie immer, erstmal der Motivator bei den mitgereisten Fans. Denn sie sind oftmals die erste Hürde und danken es dann mit Optimismus, den allerdings nicht jeder verstehen muss. Und dann werden auch noch die letzten Hausaufgaben überprüft. Kapitän Dirk Lottner hat's verstanden, ebenso wie der Kollege Markus Kreutz. Die Botschaft ganz klar, keine Weihnachtsgeschenke verteilen, auch wenn das Ambiente hier in der Grotenburg noch so feierlich anmutet. Also, Pokalfight Teil 3 in Uerdingen. Die Gäste aus Köln in Rot-Weiß ohne Christian Timm und Hanno Balic, die sich nach ihren langen Verletzungspausen für den Liga-Alltag schonen sollten. Aber mit den ersten Akzenten. Carsten Kullmann prüft Ersatztorhüter Peser, der heute immerhin den Helden des Bremer Elfmeterschießens vertreten darf. Peter Martin plagt eine Rückenverletzung. Der Bundesligist begann konzentriert den Gegner in der Defensive beschäftigen, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Distanzschuss von Kreuz und dann war es Zichon. 11. Minute, die dickste Chance. Uerdingen, das sehen wir hier in der Slow Motion, noch nicht sortiert in der Abwehr. Die Zuordnung passte noch gar nicht. 5 Minuten später gewährten die Kölner erste Uerdinger Möglichkeiten. Abdullahi setzt sich hier durch. Und Emerson ist schneller als Bröll. So fahrlässig darf man auch mit Regionalligisten ganz sicher nicht umgehen. Und Bestätigung nur 30 Sekunden später. Rigobert Song mit einem Befreiungspass, bei dem sich der Magen eines jeden Jugendtrainers umdreht. Emerson auf Abdullahi. Doch Bröll jetzt sicher auf dem Posten. Ewald Lienens Aufmerksamkeit entging übrigens heute gar nichts. Und Uerdingens Trainer Lukai wusste noch gar nicht so recht, was er von dieser Partie halten sollte. Doch so langsam kam sein Team in Schwung. Freundlich begünstigt, wieder durch Kölner Fehler, hier durch Zichon. Evers darf flanken. Und wieder Emerson. Kopfballsieger gegen die beiden Neuen in der FC-Abwehr, Zellweger und Song. Ende der ersten Halbzeit, Ecke Lottner. Und wieder probiert es Kreuz aus der Distanz, Zellweger. Und sein Drehschuss abgeblockt. Uerdingens Abwehr zwar nach wie vor unsortiert, aber, und das sehen wir in der Wiederholung, aufopferungsvoll kämpfend. Die gut 20.000 in der Krefelder Grotenburg sahen bislang ein ansprechendes Pokalspiel. Chancen auf beiden Seiten. Wieder Lottner, Kullmann sieht kurz. Wieder Kullmann. Doch es blieb beim torlosen 0:0. Es gab trotzdem einiges zu beobachten in der ersten Hälfte. Auch Uerdingens früherer Trainer Friedhelm Funkel dürfte angenehm überrascht gewesen sein. Zweiter Durchgang der KFC mit frechem Beginn. Das ist Thorsten Schmugge gegen Scherz und Keller. Ähnliches Solo wie schon gegen Bremen. Seine Flanke kann Pröll nur abwehren und Emerson, das gibt's doch nicht. Schlimmer kann es einem Stürmer kaum ergehen. Ball verstolpert und das auch noch durch die Hosenträger, wie es so schön heißt. Doch geteiltes Leid ist halbes Leid, denn Ewald Lienen, das sehen wir hier, ging es auch nicht viel besser. Eine Stunde vorüber, Köln mit Rigobert Song und zuweilen umständlichen Spielaufbau. Nochmal eine Chance, Zichon, Lottner, Scherz. Und der macht das ganz geschickt, wird festgehalten von Puschmann. Lottner kommt zur Hilfe und Kurt. Das 1:0 für den 1. FC Köln in der 62. Minute. Was für ein Treffer. Willensstark durchgewurschtelt, vor allem von Scherz. Nochmal, tolles Zweikampfverhalten hier von Scherz, der sich nicht fallen lässt. Und seine Kollegen sorgen dann für die rechte Belohnung.
die für den Kölner Trainer dann die pure Befreiung bedeutet, Ewald Lienen. Doch der Lebkuchen war längst noch nicht gegessen. Freistoß Uerdingen. Maas. Und Rodriguez mit dem längsten Bein. 1:1, 72. Spielminute. Und ausgerechnet Rodriguez, der gerade erst eingewechselt worden war. Und der Ausgleich durchaus leistungsgerecht. Wir schauen noch mal hin. Marc Zellweger hatte den Neuen noch gar nicht im Visier. Dann, und ich nehme es vorweg, die letzte Szene der 90 Minuten. Und was für eine Scherz. Kurz. Und Kullmann, die Entscheidung für Köln, denkste. Schiedsrichter Kircher entschied auf Abseits, was wir allerdings nicht ganz nachvollziehen konnten. Bei Scherz Ballabgabe erscheint Uerdingens Köhnen deutlich hinter Kölns Kurt. Und Carsten Kullmann war ohnehin hinter dem Ball. Sei es drum, 1:1, die Verlängerung musste bemüht werden. Und Uerdingens Trainer Jus Lokay erinnerte seine Männer an die Partie gegen Bremen. Positive Aufmunterung war jetzt gefragt. Das Spiel längst ein echter Pokalhit. Die beste Gelegenheit für Köln. Kreuz, Eckball verlängert Zellweger und Kullmann hätte das Elfmeterschießen hier verhindern können. Hat er aber nicht, also rein ins Elfmeterroulette. Uerdingens Torwarttrainer Wolfgang Kleff ließ übrigens nicht üben mit seinem Ersatzkeeper Peser. Bloß keinen Druck aufbauen, denn Stammtorwart Martin hatte bekanntlich gegen Bremen zweimal pariert. Köln begann mit Jens Keller. Sicher verwandelt der erfahrene 1:0 für Köln. Dann Thorsten Schmugge. Auch er hatte zweimal gegen Bremen getroffen. Einmal regulär und einmal im Elfmeterschießen. Röll war dran, aber dennoch sicher verwandelt. Dann wieder Köln. Miroslav Baranek eingewechselt. Sicher verladen. 2:1 für die Gäste. Stefan Maas. Auch er hatte gegen Bremen auch sicher verladen, Pröll ohne Chance. 2:2, der Ausgleich im Elfmeterschießen. Die ganze Anspannung eines solchen Roulettes. Dirk Lottner, der Kapitän für Köln. Die richtige Ecke geahnt, aber doch keine Chance an den Ball heranzukommen. Zu platziert geschossen von Dirk Lottner. Dann Rodriguez, der Schütze des Ausgleiches, auch gegen Bremen erfolgreich, sicher verwandelt, 3:3. Die Spannung wuchs. Und so mancher hatte sogar Spaß. Dann Donkov für Köln. Oh, Peser war dran, das war Pech. Die Ecke geahnt, gut reagiert, doch Donkovs Schuss offensichtlich zu hart. Dann Markus Pröll gegen Emerson und der hält. Markus Pröll ahnte die Ecke, prima pariert. Ausgerechnet gegen Emerson. Wir erinnern uns an den Beinschuss. Jetzt Thomas Zichon. Wenn er trifft, dann war's das. Zichon. Und Köln gewinnt mit 5:3 das Elfmeterschießen. Die Helden heißen heute Abend Thomas Zichon und Markus Pröll. Glücksmomente, die man in Köln schon länger nicht erlebte. Tibor Meingast. Köln hat es doch mental etwas anders vorbereitet als Cottbus und Werder Bremen. Ich denke, die beiden Bremen, Cottbus und Werder Bremen, hadden zich mental etwas leichter eingestellt. Und ich konnte ja heute ansehen, dass das erste Köln mental 100% dabei war. Ich glaube, dass wir nicht in einer Situation sind, irgendein Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Cottbus und Bremen sind hierher gekommen nach imposanten Auswärtssiegen in der Bundesliga. Wir stehen in der Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Jedes Spiel ist für uns ein Endspiel. Noch 2 Siege in diesem Wettbewerb bis zum Finale in Berlin. Doch der Einzug ins Viertelfinale, erstmals übrigens seit 95, auch schon ein Erfolg in diesen Tagen.